Vieles sollten wir am heutigen Tag lieber hinterfragen. Schließlich ist 1. April. Bei uns werden Sie in der Sendung aber definitiv nicht reingelegt. Alles ist wahr. Und damit hallo und herzlich willkommen zu LTV Aktuell am Donnerstag. Das Osterfest steht an und eine Familie in der Region fährt völlig darauf ab. Der ganze Garten ist voller Hasen. Wie das aussieht, schauen wir uns nachher an. Es folgt wie immer zu Beginn das tägliche Corona-Update. 23 neue Fälle gibt es in Cottbus. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 138. Im Kalthin-Klinikum und im Sana-Herzzentrum werden 32 Corona-Patienten stationär betreut. Davon befinden sich 15 auf den Intensivstationen. Der Altersdurchschnitt beträgt übrigens 69 Jahre. Im Landkreis Spree-Neiße kommen heute 56 neue Corona-Fälle hinzu. Die Corona-Abstrichstelle am CTK hat morgen, Samstag und Montag jeweils von 8 bis 14 Uhr geöffnet. Am Sonntag ist sie geschlossen. Diejenigen, die sich testen lassen wollen, müssen sich vorher beim Gesundheitsamt oder bei der Hausarztpraxis melden. Ostern ist bekanntlich das christlichste Fest in Deutschland. Viele zieht es deshalb in die Kirche. Darüber haben wir bereits gestern berichtet. In den Kurznachrichten folgt jetzt eine Berichtigung. An Ostern in die Kirche. Anders als im Beitrag am Mittwoch gesagt, gelten in der Cottbusser Oberkirche zu den Ostergottesdiensten schärfere Begrenzungen. Mit Abstands- und Hygieneregeln passen etwa 100 Besucherinnen und Besucher in die Kirche rein. Für die Ostermette Sonntag früh um 5 sind vorab Einlasskarten zu kaufen. Die gibt es am Büchertisch direkt in der Oberkirche. Für alle Veranstaltungen gelten wie gehabt Abstandsregeln und die Maskenpflicht. Kleiner Saisonstart. Die Cottbusser Parkeisenbahn startet morgen in die neue Saison. Die erste Fahrt beginnt um 10 Uhr. Wegen der Corona-Pandemie bleibt der Fahrbetrieb aber weiterhin eingeschränkt. Es sind vor allem Touren zum Tierpark geplant. Auf dem gesamten Gelände gilt die Pflicht zum Tragen einer medizinischen oder FFP2-Maske. Die Kontaktdaten sollen mit der Luca-App erfasst werden. Die LEAG baut um. Beim Vorstand des Energie- und Bergbauunternehmens LEAG gibt es Änderungen. Das haben laut Pressemitteilung die Aufsichtsräte am Mittwoch entschieden. Demnach werden zwei neue Vorstandsmitglieder mit neuen Geschäftskreisen eingesetzt. Ab dem 1. Mai übernimmt Andreas Huck ein eigenes Ressort für Aufbau, Entwicklung und Digitalisierung. Ab dem 1. September übernimmt Philipp Nellissen das Ressort Bergbau von Uwe Grosser. In den kommenden 2 Jahren soll der Bergbau und der Kraftwerksbereich in einem Ressort Produktion zusammengeführt werden. An Ostern wird traditionell das Osterfeuer entzündet. Im letzten Jahr war das schon nicht möglich. Und auch an diesem Wochenende sind die Feuer in Cottbus verboten. In Zeiten der Pandemie müssen auch bewährte und schöne Traditionen in den Hintergrund rücken. Das ist gerade jetzt bedauerlich, denn Brauchtum und Rituale können in schwierigen Zeiten Kraft und Zusammenhalt geben, erklärt Manuel Helbig, Fachbereichsleiter für Ordnung und Sicherheit. Kleine Feuer auf privaten Grundstücken sind zwar erlaubt, das Ordnungsamt bittet diese aber auch zu unterlassen. Und jetzt stellen wir Ihnen eine Familie vor, die seit Wochen im Osterfieber ist. Bei Gisela Liebsch und ihrem Mann Gerd ist der Osterwahn ausgebrochen. An jeder Stelle ihres Gartens steht ein anderer Osterhase. Für Gisela sind das mehr als nur Dekorationen. Mit jedem einzelnen Hasen verbindet sie etwas. Und so sind die Liebsch inzwischen eine echte Osterhasen-Großfamilie. In Straupitz gibt es nicht nur einen Osterhasen, sondern gleich 300. Auf über 1800 Quadratmetern hat sich Familie Liebsch ein eigenes Osterparadies aufgebaut. Bunt bemalte Eier, riesige Hasenfiguren und mehr als 600 Stiefmütterchen und Hornpfeilchen schmücken das Grundstück. Seit 1998 dekoriert Gisela Liebsch ihren heimischen Garten. Angefangen hat ihre Sammelleidenschaft aber mit einem ganz anderen Feiertag. Wir haben irgendwo gesagt, im Winter ist alles so trist, so öd. Da haben wir die Weihnachtssache angefangen. So, und dann war natürlich Frühling, Weihnachten musste weg. Also die Beete waren immer noch kahl, weil so schnell wird ja nicht alles grün. Und dann kamen ja die wunderschönen Blumen, Hornpfeilchen, Stiefmütterchen. Haben wir gesagt, aus jedem Fenster, wo wir gucken, müssten wir ein bisschen Farbe sehen. Und so nach und nach wurde es immer mehr. Mit Hilfe ihrer Enkelkinder baut Gisela ihr Paradies jedes Jahr aufs Neue auf.
Die Figuren wurden auf Flohmärkten gekauft, von Freunden geschenkt oder sogar per Bestellung aus dem Ausland geliefert. Für Gisela und ihren Mann ist der Garten die große Liebe. Seit Jahrzehnten ist die 74-Jährige Dauer-Hobbygärtnerin. Dank ihrer Detailverliebtheit und ihrem grünen Daumen ist ihr Vorgarten zu einer waschechten Touristenattraktion geworden. Geplant war das auf keinen Fall, weil wir haben es ja an und für sich ursprünglich nur für die Enkelkinder, also für die eigenen Kinder, die Enkelkinder, Schwiegertöchter natürlich, die Enkelkinder gemacht. Aber dann ging es los, oh, die dürfen rein und können wir nicht mal gucken. Und dann haben sie eine Bekannte und haben sie eine Freundin und so jeder dann wieder, bis wir gesagt haben, wir machen die Tür auf. So, aber Stück für Stück. Also Weihnachten können wir bloß bis hier vorne, weil hinten ist es zu gefährlich, der Teich für die Kinder, ne, wenn sie denn, das machen wir nicht. Aber Ostern haben die Leute gesagt, oh, wir würden noch mal einen ganzen Garten begucken. Na, was haben wir gemacht? Die Sperre, die zwischendurch immer war, die nach hinten geht, aufgemacht. Ja, wenn wir aufmachen, müssen wir auch dekorieren. Aus der Osterdeko werden Sommerbeete, aus den Sommerbeeten wird Weihnachtsdeko. Fast das ganze Jahr über dürfen Gäste den Garten betreten. Vor allem bei Radfahrern an Himmelfahrt ist der Garten ein beliebtes Ausflugsziel. Alle, die trotz Corona ein bisschen Osterstimmung abhaben möchten, haben Glück. Bis Pfingsten steht das Tor zum Osterparadies der Familie Liebsch noch offen. Da in unserem Garten ein großer Rundgang ist, ist es also möglich, dass man wirklich den Abstand hält. Und ich wünsche vom Herzen, dass es den Leuten gefällt, dass sie alles, alles Liebe und Gute für die Osterzeit, aber nicht nur für die Osterzeit, für das ganze Jahr Gesundheit, Gesundheit und dass der Frieden auf der Welt erhalten bleibt. Das wären unsere Wünsche. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Und wenn das mal nicht der passende Osterausflug ist, ja, dann weiß ich auch nicht mehr. Gerade Motorradfahrer werden die Feiertage für eine erste Ausfahrt nutzen. Die Polizei weist deshalb auf die Gefahren hin. Einige Biker überschätzen sich selbst, sind viel zu schnell unterwegs oder machen Fehler beim Überholen. Das sind auch immer wieder die Unfallursachen. Im letzten Jahr sind im Bereich der Polizeidirektion Süd 252 Motorradfahrende verunglückt. 4 Menschen sind dabei gestorben. Sicherer ist da definitiv ein Ausflug mit dem Bus. Über Ostern würden viele Familien einen Kurztrip buchen. Städtefahrten an die Ostsee oder in den warmen Süden. Die Touren haben immer geboomt. Doch anstelle von hunderten zurückgelegten Kilometern gibt es für die Busflotte Osterruhe. Normalerweise wäre der Betriebshof des Reiseclub Cottbus leer. Statt Spanien, Marokko oder Portugal bleibt für die goldenen Reisebusse nur Cottbus. Ende Oktober haben die letzten Busse Reisende in den Urlaub gebracht. Seitdem stehen sie still. Für Geschäftsführer und Reiseleiter Stefan Goldhahn eine ungewohnte Situation. Selten sieht er seine ganze Busflotte auf einmal auf dem Betriebshof stehen. Erst seit 30 Jahren im Geschäft. Keine Reisen, keine Einnahmen. Aktuell retten ihn die Überbrückungshilfen. Damit konnten wir natürlich auch unsere Kapitaldienste bedienen. Das heißt also, unsere Bank, die die Busse ja finanziert hat, befriedigen. Und es sieht also gar nicht so schlecht aus. Trotzdem, der passionierte Reiseleiter will wieder hinaus in die Welt. Er hofft auf Lockerung. Bereits im letzten Sommer haben er und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein Hygienekonzept für Busfahrten ausgearbeitet. Desinfektion, Abstände beim Ein- und Aussteigen, hohe Lehnen und Gesichtsschilde sollen Ansteckungen verhindern. Zusätzlich hat Stefan Goldhahn in neue Luftfilter aus den Vereinigten Staaten investiert. Sie müssen sich das so vorstellen, die Luft kommt also praktisch, wird von oben angesaugt und fließt dann hier durch den Lüftungskanal durch. Und da ist dieses kleine Instrument, das ist nur so groß, ist im Endeffekt verbaut worden, ist mit 12 Volt. Wird also hier die Luft nochmal gereinigt und der Luftaustritt erfolgt dann nach unten. Das heißt also, in wenigen Minuten wird die Luft im Bus ausgetauscht. Wenn Reisen wieder erlaubt sind, ist der Reiseclub Cottbus vorbereitet. Laut Verbraucherzentrale Brandenburg sind alle Menschen in Deutschland dazu aufgerufen, auf Tourismusreisen zu verzichten. Das Buchen von Reisen für die Saison 2021 ist allerdings erlaubt. Dabei besteht aber immer ein Restrisiko.
Weil im Reisebereich ist es leider so, dass man Vorauskasse leistet. Also man leistet eine Anzahlung und dann eine Restzahlung vor der Reise. Und dann ist man immer ein bisschen darauf angewiesen, dass der Reiseveranstalter dann auch wirklich zurückzahlt. Und leider hatten wir damit wirklich große Probleme im vergangenen Jahr. Auch wenn das wirklich ein berechtigter Anspruch der Verbraucher war, haben die Verbraucher das manchmal nicht einfach so zurückbekommen und mussten vielleicht sogar vor Gericht ziehen und klagen. Stefan Goldhahn vertreibt außerdem auch Ferienwohnungen. Aktuell dürfen die aber auch keine Touristen beherbergen. Bei den Maßnahmen wünscht sich der Reisespezialist mehr Verhältnismäßigkeit. Größte Sorge ist eigentlich, dass man im Endeffekt uns nicht hört als Branche, ebenso wie die Hotellerie, die Restaurants. Wir zählen praktisch genauso mit rein. Also wir brauchen keine Reisen zu veranstalten, wenn wir die Leute unterwegs nicht verköstigen können, wenn wir kein Essen anbieten können in den Hotels, brauchen wir auch nicht losfahren. Trotzdem ist er optimistisch und hofft, dass Reisen bald wieder möglich sein wird. Bis dahin bleiben das Geschäft und auch seine Busflotte erst einmal stehen. Jeder Rennfahrer träumt vom Hockenheimring. Der Cottbusser Marco Bethrich hat sich diesen Traum erfüllt. Er wird in der kommenden Saison erstmals an der Pfister Racing Tourenwagen Challenge teilnehmen. Um gut vorbereitet zu sein, hat Marco einen Testtag auf dem Hockenheimring eingelegt. Das Bremsverhalten und die Abläufe in der Boxengasse wurden getestet. Marco Bethrichs Saison startet dann am 23. April in der Motorsportarena Oschersleben. Einige von Ihnen haben es ja bestimmt schon in der Werbung gesehen. Die Polka von Kathleen Obanski und mir. Ab morgen beschäftigen wir uns mit den sorbischen Bräuchen und Traditionen. Kathleen trägt passenderweise eine Tracht. Und ich lasse mir auch noch etwas einfallen. Unser Osterspecial sollten Sie sich ab 17.45 Uhr auf gar keinen Fall entgehen lassen. Über Ostern und das große Fest für Christen geht es jetzt auch in Augenblick mal. Ich wünsche Ihnen ein schönes Osterfest, bleiben Sie vor allem gesund und machen Sie es gut. In was für eine Gesellschaft wollen Sie leben? Welche sind die Werte, nach denen das Leben unter uns gestaltet werden soll? Wollen Sie in eine Gesellschaft leben, in der die Reichen und Starken sich durchsetzen, oft auf Kosten der Schwachen und Armen? Oder bevorzugen Sie eine Gesellschaft, in der man auf Arme und Schwache Rücksicht nimmt? Die Werte, die eine Gesellschaft prägen, hängen oft damit zusammen, welche Vorbilder man verehrt. Welche sind unsere Vorbilder heute? Für Christen ist es die Karwoche. Wir denken an den Leidensweg von Jesus Christus. Was bedeutet es für eine Gesellschaft, wenn ein Mensch, der für andere Leid und Tod auf sich nimmt, als Vorbild verehrt wird? Vielleicht ist es an der Stelle hilfreich, an die römische Gesellschaft zu denken, in die Jesus Christus damals hineingeboren wurde. Damals galt er der als Vorbild, der stark und durchsetzungsfähig war, wie zum Beispiel die römischen Kaiser oder Statthalter. So wollte man gerne sein, reich, mächtig und frei. Doch ein Luxusleben für die wenigen war damals nur möglich, weil zum Beispiel 70% der Bewohner von Rom Sklaven waren. Die vielen Unfreien dienten den wenigen Freien. Für die römischen Bürger ein lukratives Geschäft. Ein Autor des Neuen Testamentes gibt zu, für die Bürger des Römischen Reiches war es Wahnsinn, einen Menschen zu verehren, der schwach und elend an einem Kreuz hängt und stirbt. Erzieht man die Menschen damit nicht zu Schwäche? Wir sind alle gerne stark und leistungsfähig. Aber was ist, wenn ich mal schwach bin? Da ist es vielleicht nicht verkehrt, einen an meiner Seite zu haben, der sein Leben gab für schwache und unvollkommene Menschen. Ich möchte jedenfalls gerne in eine Gesellschaft leben, die von diesem Gedanken geprägt ist. Der Größte und Stärkste, der Sohn Gottes, opfert sich freiwillig für die Schwachen und Schuldigen. In diesem Sinne wünsche ich euch alle gesegnete Ostertage. Es gibt vieles, das uns mit unseren Kunden verbindet. Gradlinigkeit,
Neugier, die Liebe zum Detail oder die Offenheit für Neues. Und vielleicht ist das der Grund, warum wir einfach näher dran sind. Expert mit den besten Empfehlungen. Ihre Hauptuntersuchung ist fällig? Sie wurden schuldlos in einen Unfall verwickelt und suchen einen Schadengutachter Ihrer Wahl? Dann gleich zur DEKRA Cottbus, egal ob mit oder ohne Termin. Entweder beim neuen DEKRA Prüfwürfel an der Jet-Tankstelle Lipetzka Straße 8 oder im Gewerbeweg 7. Nutzen Sie auch die Online-Terminvereinbarung unkompliziert und schnell. DEKRA in cottbus.de oder telefonisch unter 0355 87 73 0. Du studierst oder machst eine Ausbildung? Dann wird es Zeit für deine erste eigene Wohnung. Zusammen mit der EG Wohnen. Ab 299 Euro im Monat für eine Dreiraumwohnung in fast jedem Stadtteil von Cottbus. Wenn du jetzt neugierig geworden bist, dann lass dich doch einfach beraten. Ist Ihr Blutdruck auch zu hoch? Knobi Vital, der Knoblauchtrunk aus dem Allgäu. Altbewährt und hilfreich. Und jetzt neu, Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck durch das im Kurkuma enthaltene Kalium. Knobi Vital, erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Beratung und Informationen unter 07528 20 6000. Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck. Deine Arbeit bei der Sparkasse Spree-Neiße ist mehr als nur ein Job. Du willst lernen, wachsen, dich entfalten. Hier kannst du was erreichen. Für dich, für deine Kunden und für unsere Region. Werde Teil unseres starken Teams. Bewirb dich.